Also die grundsätzlich überlebenswillenfähigsten Voraussetzungen mit sich bringt, weil es ein Produkt nicht lediglich der Liebe, sondern der Begierde und des Begehrens gewesen sein musste. Sie mussten also alle die Techniken und Tricks drauf haben, die von Spezies zu Spezies verschieden sind, als optimal dominantestes Befruchtungsvorgangsinterferenz, Paarungs, Aktionismus, Prozesses, ihre überzeugenden natürlichen Funktionen einzusetzen. Bei der Katze müssen sie nicht nur in den Balg beißen oder beim Hai, so wie sie beim Menschen nicht nur den richtigen Griff, den richtigen Zugriff in den Nacken haben müssen, um das ganze Orgelkonzert in verschiedenen unterschiedlichen Akten und Kadenzen dann anzuleiern, damit das freiwillig sich überzeugt zeigen möge, ein Kind des Begehrens und der Liebe gewesen zu sein, was beim Schizospaltwesen ungeheuer verkompliziert wurde aufgrund der Aufspreizungen und Ausdehnungen. Sei es drum, bei den anderen Wesen ist das ein genau zu erforschender Akt, der den Assimilationsregeln genau so vonstatten zu geben hat, dass das austragende Individuum genügend Begehrensinteressen an das Produktergebnis weitergibt, dass mit dieses das beste Voraussetzungsergebnis erzielt. Zweitens, sie müssen nicht alle die Sexualität, die zerbüffelte Sexualität und die anatomischen Veränderungen erzeugenden Verunfallungen voraussetzen, die bei Elaine Morgan beschrieben sind, bei jenem Affen, das den aufrechten Gang erlernt hat und dann eine vollkommene Zerwürfelung der Sexualität mit Vergewaltigungsakten, eine völlige Verunmöglichung von Zeugung und Geburt nach sich zieht. Sie müssen nur die gleichen Konsequenzen, die daraus entstanden sind, inszenieren und in Szene setzen, um die Voraussetzungen für die Bewusstseinsentstehung zu schaffen. Das heißt, man muss das Wesen wie ein Frühling, wie ein für den Succubus oder den Inkubus geschaffenes Wesen vorzeitig vor der natürlich berechneten Geburt auf die Welt bringen, um es zu einem hilflosen, einem geschockten, den ersten Tod erlebenden Subjekt zu machen, welches hier schon die erste Abspaltung zwischen Körper und Geist erfährt, sprich zwischen bereits vorzeitiger Reifung des Nervensystems und noch beim Menschen um ein halbes Jahr hinterherhinkender Motrizität, sodass das wie im Spiegelstadium von Lacan beschriebene Experiment
jene Schizophrenisierung auslöst, die eben zwischen der Unmöglichkeit, gleich nach der Geburt aufzustehen und davonzurennen und das Spiegelstadium zu verwerfen und seine Aktionen zu vollziehen, sondern um mindestens ein Drittel der normalen Reifezeit vorhergehenden Nichtreifungszeit zu erzielen, sodass daraus eine Infantilität entsteht, welche nicht nur Wochen oder Monate der Brutpflege nach sich zieht, sondern Monate bis Jahre letztlich vom Infanzzeitalter bis ins Greisenalter eine kindlich abhängende Unmündigkeit und Unfertigkeit und immer hinterherhinkende Körperlichkeit hinter der bereits vorab galoppierten Geistigkeit als erster schizophrener Akt. Und drittens muss dieses Trauma der Unzeitigkeit oder Vorzeitigkeit der Geburt mit Aufspaltung von Motrizität kontra Intelligibilität noch einmal wiederholt werden im Moment des Proton-Pseudos, in dem dann erst das wahre Sprechwesen entsteht, als Kompensationströstungsmechanismus des Symbolischen, welches als drittes eingeführt wird, weil es dann nochmal zu einem zweiten Auswurf, zu einem zweiten tödlichen Ereignis kommt, sobald die Abnabelung erfolgt, sobald durch Sauberkeitserziehung die Imperativitäten erfolgen, sobald sichtbar wird, dass das Begehren der Weiblichen ein ternieres ist, nicht nur eines der dyadischen Positionen zwischen Mutter und Kind, zwischen Zeugung und Geburt und Aufzucht und Schutz, sondern diese Apparaturen zu Multifunktionsinstrumenten werden mussten, um das Kind nicht nur zu generieren, sondern hindurch zu buxieren durch die symbolischen Herdenregeln, also auch im profanen Täuschtausch, Warentempel, Handel eingesetzt werden, als auch in den Dynastiemachtspielen der Hekate. Sobald also der wahre Eintritt in das Bewusstsein, in den symbolischen Ort gegen die Infernalität dieser Unmöglichkeit, dass sich das ins Terniere aufspreizen musste, um das Überleben zu sichern, bewusst wird und all die Zeit vergessen wird, werden muss, die in diesen ersten 2, 3 Jahren stattfanden, als notwendige, überbehütete, überschwängliche Kleinkind-Versorgungsnotwendigkeit und nun plötzlich durch die Urkastration durchschnitten wird, indem all das kurzzeitig aufklafft und sichtbar wird, was notwendigerweise das Überleben sicherte, aber nun hinauswirft in eine terniäre, gefährliche, absolut immer die Verlorenheit wiederholende Welt, die ja umso
dummdreister angegangen wird, weil man ja schon alles verloren hat und was hat man dann noch zu verlieren. Also dieser Schnitt, der dazu führt, dass die ersten drei Lebensjahre vollkommen aus dem Vergessen getilgt werden, noch mehr beim Sublimationisten, bei dem die überschwängliche, verzehrende, alles auffressende Liebe einer ungehemmten Mutter umso traumatischer verlief und der Schnitt dann umso überraschender und plötzlicher und schneidender wurde, sodass am Ende dieser Verlust übermächtig wird bei allen Sublimationisten, die 24 Stunden am Tag das Ganze wiederholen, wieder einzuholen versuchen und wenn das nicht reicht, die Nacht noch mit hinzunehmen und nicht durch die normalen Verdrängungsmechanismen des durchschnittlichen Neurotikers an Arbeitsaufwands, Energieverlust leiden. Sei es drum. Also diese drei Stufen, die sie künstlich in jedes beliebige Wesen einpflanzen müssen, können, beschleunigt vielleicht durch einen genetischen Vorgang, der das Ganze nicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende allmählich sich entwickeln macht, sondern wie das Krakengen, das Oktopusgen die Fähigkeit hat, diese Erlebnisse wie ein Retrovirus einzuschreiben ins Genom, um den ganzen Vorgang zu beschleunigen. Aber unabdingbar als Bewusstseinsstufen notwendig sind Stabilität, Überwärtigkeit, natürliche Obsession und Leidenschaft und Begehrensliebe. Zweitens Vorzeitigkeit der Geburt, Störung der natürlichen Entwicklungsreifung durch Auswerfen weit vor der natürlichen Geburtszeitraum eines Nackten nur durch einen Inkubator oder eine Überbeschützung Überleben machenden Wesens mit Abspaltung von sich selber eines Körpers, der nicht mehr glaubwürdig erscheint, weil er hinterherhinkt der geistigen Reifung. Und drittens, die zweite Form von Traumatisierung, die im Moment des Hinausziehens, hinausgeworfenwerdens, des Verwurfes in die Welt, dann das Symbolische, das Sprachliche einführt, das alles vergessen macht, weil es vorher jenes Inzestverbotes, das nun nicht mehr zugänglich sein wird, der Körperlichkeit, der Leiblichkeit, der urerst einzigen vergessen machen muss, da diese wortbrüchig wurde, da diese paktbrüchig wurde, da diese zum puren Leben des Körpers ihre unverbrüchlichen dyadischen Relationen zwischen dem einen und dem anderen Körper auch verpachten, vermieten musste für andere Taktiken, die dieses Überleben erst ermöglichten in der Horde, in der Herde, als Täuschtauschakte, als Liaison de Jareuse der masochistischen
Machtüberlebensstrategien, sodass dieser Körper der Mutter dreidimensional wird, welche dreidimensionalen Aufspaltungen dann die ganzen Weltvorstellungen erst konditionieren werden in ihrer heraklitischen Dreidimensionalität und schön gut ganz Geglättetheit des Vergessens. Einerseits, aber andererseits des Aufklaffens des Bewusstseinsakt am Schnitt des Tödlichen in jedem beliebigen Wahrnehmungsvorgang, der kontinuierlich wiederholt wird, als Verlustvorgang, als ewiger Verlustvorgang, erneut immer wieder. Macht man das, überträgt man diese Bewusstseinsakte auch auf andere Spezies, wäre das vielleicht der einzige Vorgang, der im Realen irgendetwas zu verändern vermöchte, jenseits desjenigen Vorgangs, der als einziger bislang etwas im Realen zu verändern vermag, nämlich die dissipativen Körperwiederholungsaktionen, welche im ersten Punkt schon beschrieben wurden, dass sie, wenn sie begehrensbeliebige Leiber erzeugen sollen, unter diesen überwältigenden authentischen Erlebnisbedingungen stattzufinden haben, unter Wind und Wetter, unter dem ungehemmten Zugriff oder Zubiss des Begehrlichen, beispielsweise. Ach, das ganze Thema erneuert uns